Guten Morgen. Wir haben den Schwarzwälder Hofgut. Guten Morgen. Wir sind gut vom Schwarzwälder Hof gestartet. Wir begrüßen euch zum 7. Tag unserer Tour. Guten Morgen zur 7. Tour. Wir fahren jetzt Richtung Ulm, haben den Schwarzwälder Hof, also den Campingplatz, gut verlassen. So gegen, ich weiß nicht, 7:45 oder so. Das war völlig in Ordnung. Und haben jetzt noch circa 11 Kilometer bis Ulm. Wir suchen jetzt erstmal eine Bäckerei, damit wir frühstücken können. Und zum Schwarzwälder Hof gibt es noch zu sagen, wir haben 31 Euro bezahlt, wobei ich da noch zwei Trocknermarken geholt habe, weil es war noch alles klatschnass. Und als wir ankamen, haben wir erstmal alles in den Trockner geschmissen, Marke Nummer 1. Als wir duschen waren und alle Sachen gewaschen haben, Marke Nummer 2. Dafür haben wir dann heute Morgen aber alle so Sachen wirklich komplett trocken gehabt. Der Schwarzwälder Hof ist eigentlich ein netter Campingplatz, der ist gar nicht so klein, also wirklich recht groß, also auch noch mit Ferienhäusern und allem drum und dran, mit einem See und wirklich sehr, sehr schön gelegen. Und sehr viel Mücken. Und sehr viel Mücken, sagte Jerry, ja, das stimmt. Also die hätten uns beinahe gestern Abend aufgefressen, aber klar, ne, das ist dann am See und Wiese und alles, also das Eldorado für die Mücken. Also von daher, aber wie gesagt, ansonsten wirklich alles sehr sauber, top gepflegt, kann man nicht motzen und die waren auch sehr, 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 sehr nett. Ja, haben gestern Abend natürlich auch noch was gegessen, das habt ihr ja gesehen. Wir würden uns jetzt Richtung Ulm aufmachen. Weiter. Wir sind im Moment so auf der Straße unterwegs, nicht besonders schön, aber hat natürlich den Vorteil, dass wir relativ schnell vorankommen. Und insgesamt fahren wir heute, ich glaube, 79, also 80 Kilometer. Gut, alles klar. Wir werden mal sehen, dass wir weitermachen. Eine Bäckerei erwischen, bekommen, besuchen und uns Frühstück besorgen. Genau, so rum ist es. Alles klar, bis später. Appetit.
Wir sind an der Iller-Mündung und ja, hier mündet halt die Iller in die Donau. Mal gucken, jetzt geht's weiter den Iller-Radweg und das soll ja ein Naturradweg sein. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Also, der Iller Radweg ist wirklich sehr schön, ist meistens Schotter bisher. Wir mussten eben mal durch ein Städtchen mit Asphalt, aber alles machbar, sehr schön zu fahren. Also ich sage, auf Schotter ist sehr schön zu fahren. Das ist doch mal ein Jubiläum, oder? Nein, nein, wirklich ganz toll hier, wirklich voll in der Natur. Man hört hier mal eine Kirchturmglocke, aber keine Autos, kein nichts, nur Vögel und wirklich ganz toll. Schöner Radweg. Bin mal gespannt, wie er weitergeht. Immer noch unterwegs auf dem Illerradweg. Ja, auch immer noch schön, sehr immer noch Natur pur. Haben jetzt ein kleineres Problem, dass unser Wasservorrat schrumpft. Also hier gibt es keine Möglichkeit, den aufzufüllen. Und müssen mal sehen, dass wir gleich mal den Illerradweg verlassen, wenn wir so ein kleineres Städtchen haben oder sowas. Wo wir vielleicht ein Lidl, Aldi oder keine Ahnung was auf jeden Fall finden. Eventuell auch noch was für heute Abend zum Kochen. Wollen wir auch noch einkaufen. Und ich müsste mal an der zur Bank nochmal Geld abholen. Ja, das sind eigentlich so jetzt so die wichtigsten Sachen. Wir haben 50 Kilometer geschafft. Recht gemütlich, also ohne jetzt großartig super Gas geben zu müssen. Und wir haben 1 Uhr, also 2 Minuten nach 1 oder so. Ja, so sieht es momentan aus. Also alles gut. Ja, wir fahren weiter. Es geht immer. Wir sind in Klein-Kellmünz
an der Eller, wo auch sonst, genau. Und haben eben noch einen Aldi aufgesucht, weil wir waren ja gestern essen, hatten da Schnitzel und Pommes. Und im Parkcamping Iller, wo wir übernachten, da gibt es heute auch Pommes und Schnitzel. Und wir wissen noch nicht, ob wir Lust darauf haben. Dann hatten wir jetzt beim Aldi hier so, so Spaghetti mit irgendeiner Soße geholt. Ne, das geht ja eigentlich immer. Ja, dann natürlich noch ein wunderbares Eis gegessen. War sehr, sehr lecker. Und vielleicht mache ich ja eine Fahrradtour mal so nur nach Eis. Die Eistour des Volker Biers. Oder Bierchens Eistour. Irgendwie so jetzt. Naja, nein, aber war super. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Energie für die letzten. Wie viel haben wir, Jerry? 61. Also circa 20 Kilometer. Und dann müssten wir da sein. Wir haben 3:30 ungefähr, ein bisschen davor. Und dann sollte das passen. Jo, so weit, so gut. Dann geht's jetzt weiter. Wir sind gerade auf den wenigen Abschnitten, wo mal Asphalt ist. Und ich muss sagen, das erste Mal tut mir der Hintern weh auf der ganzen Tour. Hallo! Ja, in die Schweiz! Danke! So, ich wollte euch ja wenigstens mal das Schild vom Illerradweg zeigen. Jo, wir Buxheim, 6,8 Kilometer, da müssen wir jetzt erstmal hin. Memmingen streifen wir nicht, da geht's nach Eitrach, glaube ich, heißt das. Da müssen wir hin und da gibt es den Campingplatz. Gut, weiter geht's. Und Sherry, tut dein Hintern weh? Nein. Meiner auch nicht. Mein Papa! Wir haben noch 1,3 Kilometer bis zum Campingplatz. Und dann ist mein Popo erlöst. Ja, also den habe ich heute das erste Mal gemerkt. Aber wir sind jetzt auch von den fast 60 Kilometer Illerradweg, die wir jetzt hinter uns haben, die wirklich super, super schön sind. Sind allerdings auch gute 50 auf Schotter, Kies, Waldwegen gewesen. Was wirklich, also ich möchte gar nicht motzen, wir waren trotzdem gut unterwegs, aber mein Popo dankt es mir jetzt gleich, glaube ich, wenn ich abgestiegen bin, für heute komplett. Jo. Wir melden uns auf jeden Fall am Campingplatz wieder. Bis gleich.